Ja, hallo, grüßt euch. Heute möchte ich mal zeigen, wie man ganz einfach mit diesem Prozentrechnen machen kann, ohne dass man die Grundrechenaufgaben dazu beherrschen muss. Das ist wirklich relativ einfach und auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich habe dazu mal ein paar Aufgaben vorbereitet, auch aufgeschrieben, damit ihr euch das gleich ein bisschen besser vorstellen könnt. Als erstes wollen wir einfach mal ausrechnen, wie wir sind 12% von 1500. 12% ist also sozusagen das P, die 1500 ist das G, also der Grundwert, und wir suchen jetzt den Prozentwert sozusagen. Dazu geben wir den Grundwert ein, das heißt die 1500 Euro zum Beispiel, drücken mal, drücken jetzt 12, und jetzt kommt das Geheimnis: Wir müssen jetzt Shift drücken und dann hier unten sozusagen das Prozent aktivieren. Und jetzt haben wir schon das Ergebnis, es sind dann also 180 Euro zum Beispiel. Also 12% von 1500 sind 180 Euro. Ganz einfach. Man kann das aber auch so machen. Hier suchen wir jetzt den Prozentsatz. Ja, den Prozentsatz. Das heißt, wir haben den Grundwert gegeben, wir haben den Prozentwert gegeben, also wie viel Prozent diese Euro sind. Also wie viel Euro das sind Prozent sind, jetzt suchen wir aber die Prozent. Also wie viel Prozent sind 660 Euro von 880 Euro? Hier rechnen wir jetzt einfach nur mit geteilt. Und zwar erst den Prozentwert. Das heißt, wir rechnen 660 durch das 880. Wir müssen jetzt wieder Shift und das Prozentzeichen drücken. Und die 75 sind jetzt 75%. Das heißt, wir haben jetzt mal eben ausgerechnet innerhalb von wenigen Sekunden den Prozentwert und den Prozentsatz, ohne dass wir eigentlich wissen, wie Prozentrechnung funktioniert sozusagen. Man kann mit diesen Werten hinten auch gleich weiterrechnen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel sagen, die 2500 Euro, ich muss wissen, wie viel 15% sind und möchte die dann gleich oben drauf rechnen. Das heißt, aufsummieren. Das funktioniert natürlich auch. Das heißt, ich gebe die 2500 Euro ein, also wieder den Grundwert, mit dem man anfängt, gebe wieder einmal 15 Shift Prozent. Das ist also das gleiche, was ich hier oben gemacht habe, und rechne jetzt einfach noch plus. Das heißt, plus. Und jetzt habe ich gleich den Wert, den wir hier oben einzeln ausgerechnet hatten, hier ausgerechnet und durch das Plus gleich noch oben drauf geschlagen. Also einfacher kann man sich es eigentlich nicht machen. Und das Ganze funktioniert natürlich zum Beispiel auch mit Minus. Und hier wieder das Gleiche. Das heißt zum Beispiel 2500 mal 15%. Und jetzt dieses Mal möchte ich es aber abziehen. Drücke ich Minus und jetzt habe ich die 375 Euro, also die 15% abgezogen. Also wirklich ganz einfach, simpel, und wenn man weiß, wie es geht, auch wirklich sehr, sehr hilfreich, weil man sich wirklich sehr viel Arbeit ersparen kann. Gut, das war es jetzt schon dazu, und vielleicht bis zum nächsten Video.